kleinen Video möchte ich einfach mal demonstrieren, wie man mit dieser wundervollen Neapolitaner Kaffeekanne ein schmackhaftes Getränk zubereiten kann, einen wundervollen italienischen Kaffee. Stilgerecht habe ich natürlich jetzt hier beim Gaskocher ausgepackt und werde jetzt hier mal Schritt für Schritt demonstrieren. So, wir nehmen also erstmal die Kanne. Wir brauchen erstmal den Unterteil, diesen Kocher, oder Kochtopf oder wie man das nennen mag, diesen Filtereinsatz, wenn man so möchte. Ja, stellen wir erstmal hier so drauf und das deponieren wir erstmal hier zwischendurch. Jetzt haben wir hier 0,7 Liter Wasser, die passen da ziemlich genau rein. Das ist mit die größte Neapolitaner Kanne, die es so gibt. Die ich extra in der Größe gekauft, damit meine Thermoskanne schön füllt. Aber ja, so, jetzt haben wir hier diesen Einkerberung. Die muss auf die Seite. So. Jetzt schauen wir diesen Deckel hier ab. Hier. Da kommt auch schon der gute Kaffee ins Spiel. Dann nehmen wir ruhig zwei ordentliche Hälfte Kaffeemaße. Und ich bin meistens ja mal ein bisschen mehr. Dann mache ich einen starken Kaffee. Fertig. Viel aufgeschraubt und die Kanne kommt oben drauf. Und wir feuern dann auch schon mal den Gaskocher an und warten ab, was jetzt so passiert. So, und wenn jetzt hier vorne so schön rauszischt und dampft, dann ist der Kaffee auch fertig. Und wir können hier sozusagen fertig brühen. Dazu werden wir mal Handschuhe anziehen, weil der Ding wird doch relativ warm. Dann nehmen wir diese ganze Konstruktion hier. Das wird jetzt ein bisschen sabbern. Und mal den Kocher aus und drehen und das ganze Gerät auf den Kopf sozusagen. Und lassen es durchziehen. Das dauert jetzt auch wieder einen Moment. Das spare ich euch auch wieder. So, und jetzt ist der Kaffee auch schon durchgelaufen. Ging ja richtig schnell. Insgesamt habe ich jetzt glaube ich eine volle Stunde für den ganzen Kladderadatsch gebraucht. Ich nehme die Filtereinheit einfach aus und stelle sie so beiseite. Und siehe da, 1A schwarzer Kaffee. Da muss man dekorative Deckelchen drauf. Inzwischen kann man die Hänge auch wieder so anfassen, das ist sehr schön. Und siehe da, eine wunderschöne Tasse. Mit wundervoll aufgefülltem Kaffee. Na dann, wohl bekommst. Heiß, aber lecker. So, das war mein Video zu der Neapolitaner Kaffeekanne.
gekauft hat, hat sie gefallen. Wenn nicht, hast du auch Pech gehabt. Gut, dann bis zum nächsten Mal.